Ich habe zum Beispiel abends die Interviews gemacht, wenn alle geschlafen haben. 9:30, 10, ja, das ist möglich. Also es ist ja auch so, wenn es was wirklich ist, was dich total begeistert, dann machst du es einfach. Dann machst du dir keine Gedanken, wie soll das passieren, wie soll das gehen. Es passiert dann einfach. Und das ist eigentlich das Tolle, wenn wir uns da wirklich einlassen und anfangen, wirklich selber zu vertrauen. Zu vertrauen in die Sache, die wir jetzt gerade machen. Ja? Weil aus diesem Moment entsteht was Schönes. Wir können diesen Moment nicht vorplanen und wir können dem Moment auch nicht Futter geben, sondern erst, wenn wir wirklich loslassen und sagen, ja, ich vertraue, dann entsteht dieser Moment und der zeigt uns den Weg. Ja? Und dann werde ich einen Babysitter finden oder die Oma oder den Partner. Dann werde ich natürlich viele Sachen besprechen müssen. Ja? Und viele Sachen müssen geklärt werden. Aber das ist doch kein Problem. Muss ich denn sagen, dass ich immer mehr Interesse daran gefunden habe? Weil jeder von den Leuten hat eine Botschaft. Und das ist toll, wenn man die dann so wirklich für sich entschlüsselt und feststellt, guck mal, was da rauskommt. Wahnsinn. Hm. Ja, und darum geht es, glaube ich. Ja, also das war ja der Kongress, muss man auch ehrlich sagen, das war auch unser erstes gemeinsames Projekt. Also wo ihr gefragt habt, warum jetzt ein Kongress? Ne? Also das war für mich diese... die ja mit dem Blog angefangen hat und die Vision von einem Online-Business hatte, war das jetzt ein wichtiges Mittel auf dem Weg weiterhin tätig zu sein. Und es war aber auch ein wichtiges Mittel, um wirklich als Paar auch eine gemeinsame Vision zu bekommen und sich auch zu finden. Und Ronny, du hast es ja schön gesagt, also mit diesem Intuitiven und mit diesem Strukturellen, das geht ja wunderbar beim Kongress und so.